Im Moment wird hier in Rettensdorf bei der Firma Studer Industrieperlen kaputt gemacht. Das ist ein Betrieb, der hochrentabel arbeitet, der eine weltbekannte Marke ist, der letztendlich auch für Harman sehr viel Geld verdient und vor allem viel Imagegewinn darstellt. Und es muss allen bewusst sein, wenn die Restrukturierung durchgezogen wird, dass Studer wird kaputt gehen, dass es nicht mehr weiter funktioniert, dass der Know-how-Verlust, den man hier hat, dass man den nicht ersetzen kann. Und dass es am Schluss ein Verlust für alle Seiten wäre und dass wir darum hoffen, dass Harman Hand bietet für eine Lösung.